Bevor du das Video anschaust, nimm dir doch bitte die Zeit und abonniere unseren Kanal. Drücke danach die Glocke, damit du immer als erstes über unsere neuen Videos informiert wirst. Zahnpasta selbstgemacht, die nicht nur deine Zähne pflegt, sondern auch Mundgeruch und Entzündung bekämpft. Mund- und Zahnpflege ist ein wichtiges tägliches Thema. Viel zu wenig machen wir uns Gedanken, was wir da genau zu uns nehmen. Eine Zahnbürste und eine Zahnpasta und gut ist. Aber was in der Zahnpasta wirklich Schädliches stecken kann, wissen bzw. beachten wir zum Teil gar nicht. Leider können viele Zahnpflegeprodukte aus dem Supermarkt oder aus der Drogerie unerwünschte und zum Teil giftige Stoffe enthalten. Wenn wir die Zahnpasta nach dem Putzen ausspucken, spucken wir leider längst nicht alles aus, was ursprünglich in der Zahnpasta war. Ein Teil dringt beim Putzen durch die Mundschleimhaut in den Körper ein, sodass hier wirklich schlechte Dinge wie Fluoride und künstliche Aromen, die den Geschmack von Süßigkeiten für Kinder nachahmen, und auch viele andere schädliche Stoffe in unseren Körper gelangen können. Ist es dann nicht besser, eine Zahnpasta zu haben, wo du genau weißt, was drin ist und die obendrein auch noch bei Schmerzen, Entzündungen und Mundgeruch hilft? Es ist so einfach, eine solche gesunde Zahnpasta selbst herzustellen. Alles, was du dafür benötigst, ist ein Teelöffel geriebenen Ingwer, ein Esslöffel Pfefferminzblätter, zwei Esslöffel feine Heilerde, zwei Esslöffel Wasser und ein kleines Schraubglas oder eine wiederbefüllbare Tube. Zubereitung: Gebe den Ingwer, die Minze und das Wasser entweder in einen Mixer und mix es gut durch, oder du kannst die Zutaten auch mit einem Pürierstab verrühren. Optional kannst du hier auch noch einen Teelöffel sehr feines Natron hinzufügen. Durch Natron können eventuelle Zahnbeläge reduziert werden und das ergibt weißere, strahlendere Zähne. Gerade bei Rauchern ist Natron deshalb in der Zahnpflege sehr beliebt. Passiere dann diese Masse durch ein Geschirrhandtuch und fange die Flüssigkeit in einem Behälter auf. Mische nun die Heilerde unter diese Flüssigkeit und wieder alles gut verrühren. Diese Masse dann in ein sauberes Glas oder in eine praktische, wiederbefüllbare Tube geben. Diese kann online bestellt werden und auch für andere Zwecke verwendet werden. Die Menge reicht für ca. 70 Gramm Zahnpasta. Im Kühlschrank aufbewahrt ist diese Zahnpasta mehrere Wochen haltbar, beziehungsweise wenn sie täglich mindestens zweimal angewendet wird, kann sie auch im Bad griffbereit stehen bleiben. Wenn du diese Paste aus dem Glas nimmst, nicht mit der Zahnbürste direkt in die Masse tauchen, sondern mit einem sauberen Plastiklöffel oder ähnlichem portionsweise entnehmen, damit du die Paste nicht verunreinigst. Da sind wiederverwendbare Tuben einfacher zu handhaben und auch wesentlich hygienischer. Die Zutaten für diese gesunde Zahnpasta sind alle natürlich und ohne Chemie und haben jeweils ihre eigene Wirkung. Der Ingwer wirkt desinfizierend, schmerzstillend und entzündungshemmend. Dadurch werden Entzündungen im Mundraum behoben. Das enthaltene Menthol in den Pfefferminzblättern entgiftet, behebt Zahnschmerzen und sorgt für einen frischen und guten Atem. Sich die Zahnpasta selbst herzustellen ist günstig und gesund, denn du bestimmst, welche Inhaltsstoffe verwendet werden. Probiere es aus, du wirst überrascht sein und schreibe uns gerne in den Kommentaren, welche Erfahrungen du gemacht hast. Bitte bleib gesund! Danke fürs Zusehen! Wenn dir das Video gefallen hat, dann zeige es doch mit einem Daumen nach oben und teile es mit deinen Freunden. Wir freuen uns auch über deinen Kommentar. Falls du es noch nicht getan hast, abonniere unseren Kanal und drücke danach auf die Glocke, damit du immer sofort die neuesten Tipps und Rezepte erhältst.